Ach, ist das süß. Einfach goldig. Ja, geht da. Sie geht jetzt einfach mal rauf und wird jetzt dann hier mal die Aufnahme starten, ne? Also gehst du jetzt einmal hier hin, bitte. Und dann kannst du ja ein Heimvideo aufnehmen. Nein, nicht jetzt! Nein! Mann, du bist so blöde. Alter, wo bin ich jetzt gerade? Kann ich mich fortbewegen? Ah, ja, genau, das kann ich. Genau, stimmt ja. Oh. Aber ich kann nicht durch Türen gehen. Wieso kann ich das nicht? Ja, das ist ja geil. Alter, in Ego-Perspektive sehen die Räume irgendwie viel breiter und viel größer aus, ne? Heilige Scheiße. Boah, geil. Geile Aussicht auf jeden Fall. Oh. Hä? Ach so, sie muss brechen, deswegen hat sie jetzt abgebrochen. Martin Williams hat... Ah, okay, hat's... Elena wurde bei der Videoaufnahme unterbrochen. Ja, weil sie vielleicht brechen muss, dann geh doch brechen, das ist wichtiger. So, Martin, bist du jetzt fertig mit jemandem chatten? Nein. Okay. Das hat sich jetzt erledigt. Boah, war die arme Elena, Alter. So, er will ja Lukas das Sprechen beibringen. Okay, dann macht das halt eben der Vater. Ein Kind mit Elena bekommen. Alter, ihr bekommt gerade ein Baby. Anscheinend. Lukas beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Wieso? Er kann doch schon aufs Töpfchen gehen. Ich weiß doch ganz genau fix, dass der Lukas in der letzten Aufnahme auch das aufs Töpfchen bei... Das hat er gelernt. Verstehe das einfach nicht. Mit Martin plaudern, ja, kannst du jetzt gleich. So, wohin geht ihr denn mal, ihr beiden Hübschen? Ja, voll ins Waschsalon, ist ja voll geil. Was ist denn das hier oben? Zeremonienplatz. Der Zeremonienplatz? Wow. Wow! Alter, wie geil! Ach, hier findet also eine Hochzeit statt, oder wie? Boah, voll schön. Alter, voll schön. Und da drin ist noch eine riesige Halle, oder wie? Oh mein Gott, wow! Nicht schlecht, extra so für Hochzeitsfeiern gedacht. Ja, aber original. Original. Okay, jetzt wissen wir also, jetzt wissen wir also zumindest schon einmal, dass wir hierher gehen können, wenn wir, naja, heiraten einmal. Also wenn Lukas einmal später heiratet und die anderen Kinder auch mal heiraten, dann gehen wir immer dahin. So, nein, aber das ist nicht das richtige Café, ist langweilig. Bowling war man ja auch schon irgendwie, also nicht Bowling, sondern Spielhöhle. Ach ja, am Strand wollten wir, genau, das habe ich komplett vergessen. Am alten Pier besuchen mit... Ach ja, genau, wir müssen ja eigentlich, wir müssten ja den Lukas auch mitnehmen, ne? Oh Mist, weißt du was? Martin? Du wirst jetzt einmal schnell... wohin geht man denn da jetzt noch einmal? Verdammt, wo hieß er? Ah, hier sind die Dienste. Dienste anrufen. So, jetzt erst einmal, ne? Babysitter anrufen, wisst ihr Bescheid? Jo, ey, Alter, ich hätte gerne eine Babysitterin. Genau. Das ist ja klasse. Die Fahrgemeinschaft, oh, die Fahrgemeinschaft kommt also in einer Stunde. Okay. Hat sich also erledigt. Ja, dann gehen wir halt einfach nur mit Martin zum Strand. Ist mir jetzt scheißegal. Jetzt mach doch hier mal Mucke an oder mach irgendetwas. Sonst wird's langweilig. Da ist keine Musik zu hören, hallo? Ach, Hauptsache Disco funktioniert. Ach so, ja. Nein, das ist Indie. Naja, das geht so. So, ach, die Babysitterin, die ist da. Perfekt. Spielen mit. Was, wie spielen mit? Nein. Ja, Elena muss ja gleich arbeiten gehen und ich habe ja jetzt vorgehabt, ja, wollen wir jetzt dann wirklich zum Strand mit Martin? Am alten Pier?
Gemeinschaftshafen, Schwarzsteg, Schwanentanzbar. Ach komm, weißt du was? Besuchen wir einfach mal den alten Pier. Das ist ja Hauptstrand. So, perfekt. Also dann, Schatz, ne? Ich bin einmal am Strand. Okay, du hast es ja schön. Ich muss jetzt gleich arbeiten gehen. Ja, ja, deswegen. Alter, der Hund ist voll gemein. Brumm, 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 brumm. Ach ja, ach ja. Sind wir ganz schön weit gefahren. Wow, geil. Das hier ist also der Strand. Direkt neben dem Leuchtturm. Ich fasse es nicht. Oh. Was zum Teufel? Wildpferd. Ach du Scheiße. Hier ist es nicht sicher. Was macht denn ein Wildpferd bitte hier? Naja, ich frag gar nicht. Boah, Alter, wie geil. Und jetzt will er sich hier entspannen. Ja. Boah, Alter. Ey, hör auf. Ich beneide dich. Martin, ich beneide dich voll. Das geht doch nicht. Alter, ich will auch. Boah, ey. Gerade jetzt, wo Sommer ist, weißt du, ne? Da muss er ja... Und so ein bisschen lesen, ja. Was liest er denn papierlos? Nochmals lesen. Was für eine Bücher hat er denn sonst im Inventar? Das Auto hat er... Achso, ja. Ist ja klar. Ja, schön angenehm, ne? Voll angenehm hier am Strand. Boah, Alter, ich bin so froh, dass das Erweiterungspack irgendwie Jahreszeiten auch rausgekommen ist. Vor allem Ding so geil, weil Sims 3 bleibt einfach nur mal der beste Teil, ne? Da kann Sims 4 nicht schlagen, das geht nicht. Sims 3 bleibt einfach das Beste. Jetzt dabei noch. Mal sehen, wie Sims 5 sein wird. Aber Sims 3 ist momentan eigentlich immer noch das Beste. Vor allem, du kannst im Meer schwimmen. Das kannst du bei Sims 4 nicht. Boah, Alter. Da wäre ich jetzt dann schon irgendwie gerne. Ach, Schwäne? Was? Hier sind echt Schwarmboote, oder was ist das hier? Und die hat schon Spaß im Wasser? Tatsächlich Schwäne. Die könnten wir doch auch nachher für die Hochzeiten und so einsetzen, oder? Oder darf man die überhaupt hier gar nicht klauen? Beziehungsweise ausleihen, wollte ich eigentlich sagen, ne? Ein Barkeeper ist hier. Geil. So, Martin liest immer noch. Komm. Geh ein bisschen schwimmen an diesem heißen Tag. Es hat immerhin 20... Oh, achso, okay, 20 Tage ist ja... 20 Grad ist ja wurscht. So, schwimmen. Hä? Alter? Was machst du denn jetzt? Willst du mich verarschen, nur weil er am Grundstück war und jetzt nicht mehr muss er außen rumgehen? Das ist ja voll schäbig, Alter. Boah, Alter, mit diesem Sonnenschein im Hintergrund. Ja, halt's mal. Boah, wunderschön. Ich beneide den Martin so sehr. Er kann jetzt im Meer schwimmen, ey. Ach ja, können wir eigentlich auch tauchen? Ich schwimme noch ein bisschen hier hin, ne?
Martin Williams ist schwimmen gegangen. Der Augenblick, wenn man ins Wasser eintaucht, bleibt einem immer in Erinnerung. Kann man hier auch irgendwie... Aha, okay, man kann nur schnorcheln. Ja, wieso nicht? Schnorchel doch einfach mal. So, und die Sonne geht unter, Alter. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres als einen Sonnenuntergang. Das wäre natürlich ein perfekter Thumbnail für die Folge. Aber ich habe schon ein Foto heimlich gemacht. Ja, ihr merkt das nur nie. Ich bin ziemlich gut. Und die Sonne ist untergegangen übrigens. Er will auch die Fähigkeit tauchen lernen. Eigentlich gar nicht einmal so eine schlechte Idee. Wie haben wir jetzt eigentlich... Boah, das ist schon so lange her, Alter. Bei welcher Folge sind wir jetzt dann schon? Bei fast Folge 70, ne? Alter, wir haben bei Folge 20 oder so irgendwann einmal... Vor 40 Folgen oder so haben wir mal mit der Elena... Sind wir auch tauchen gegangen. Aber ich weiß nicht, hat sie so das Tauchen erlernt oder... Haben wir das in der Bibliothek durch ein Buch gelernt? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr richtig. Schon so lange her. Muss mich mal kurz ausstrecken. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen unprofessionell. Dafür entschuldige ich mich. So, Martin. Schnorchelt immer noch. Und da ist aber ein Fähigkeiten-Button, ne? Ich frage mich gerade, was ist, wenn... Oh, ist das der Mond? Tatsächlich. Ich frage mich, wenn man jetzt an Schnorcheln lernt. Ist das ein Schatz? Martin wird sich immer daran erinnern, wie er beim Schnorcheln zum ersten Mal einen wertvollen Schatz gefunden hat. What the fuck? Echt jetzt? Mit seinem Adlerauge hat Martin etwas Großartiges entdeckt. Gartenzwerg Mr. Marie... Alter, das ist doch kein Schatz. Alter, Alter, euer Ernst, liebe Sims-Programmierer, Alter, ihr seid schon langsam echt peinlich. Alter, ein Gartenzwerg kann doch kein Schatz sein, ein Gartenzwerg kann ich mir so auch kaufen, das ist doch kein Schatz. Okay, jetzt kannst du aufhören zu schnorcheln. Martin, jetzt gehst du mal wieder an Land, bitte. Schwimmst du mal hier hin. Ja, tauchen lernen, können wir natürlich machen, können wir machen. So. Aber hier steht auch nicht, wie man diese Fähigkeit erlernen kann, ne? Kurs in der Stadt besuchen. Ach, Kurse, okay. Interesting. Interesting, interesting. Und immer innen ist es irgendwie schon Nacht geworden, fast. Jetzt muss er echt dringend aus dem Meer raus, Alter. Und diese geile Wellen, ne? Ich liebe das Geräusch, wenn die Wellen immer an die Küste streifen. Boah, geil, ey, geil, geil. So, okay, jetzt kannst du eigentlich eh schon raussteigen, ne? Ja. So, natürlich schön langsam und vorsichtig, natürlich. Es könnte ja etwas passieren. Hier sind überhaupt keine Steine, Alter. Es ist alles schön weißer Sand. Die müssten echt froh sein, dass sie hier in Sunset Valley leben, weil... Ist nicht so selbstverständlich. So, jetzt ist er raus. Sehr schön. Und bitte wieder... Alltagskleidung. Jawohl, ja. So, ach so, strecken tut das sich. Ich wollte jetzt eigentlich darüber jetzt noch, ne? Oh ja, jetzt sind ja noch ein paar Leute da, beziehungsweise nur eine Dame. Wieso leuchten die Augen so? Ach so, okay. Wahrscheinlich wegen dem Mond, ne? Ach, wie geil. Okay, gehen wir erst einmal zum Barkeeper darüber und jetzt würde ich einfach mal sagen, wollen wir mal einen Drink bestellen. Ein Profildehner? Was? Was anderes können wir nicht bestellen? Nur ein Profildehner? Alter, okay. Alles klar, ey.